Hallo, ich bin Nick, ich bin 24 Jahre alt und ich habe ein duales Studium in Bauingenieurwesen Projektmanagement bei der Siemens AG gemacht. Ich bin jetzt seit dem November 2019, also seit circa anderthalb Jahren, bei Huawei Technologies hier in Düsseldorf angestellt. Und ich bin damals im Site Design als Site Design Engineer eingestiegen. Für die unter euch, die das erste Video von mir schon gesehen haben, die wissen das jetzt alle schon. Für die, die das noch nicht gesehen haben, die wissen es jetzt. Und in diesem Video möchte ich mich jetzt einmal mit ein paar anderen Aspekten befassen, nicht speziell den Bereich Site Design erklären, sondern mal ein paar andere Fragen vielleicht klären, euch ein paar Aspekte zeigen, was es noch so für interessante Sachen bei Huawei gibt und ein bisschen darüber reden, was ich hier sonst noch gut finde und wie mein Werdegang bei Huawei gewesen ist. Als erstes vielleicht mal, woher kenne ich Huawei eigentlich, beziehungsweise wie bin ich auf Huawei gekommen? Also es war so, dass ich, als ich 2019 mein Studium beendet hatte, beziehungsweise als ich dabei war, mein Studium zu beenden, ich eben geschaut habe, was gibt es noch für Möglichkeiten und dann im Zuge dessen mein LinkedIn-Profil vervollständigt bzw. verbessert habe. Und dann ist eben auch im Verlauf einiger Wochen eine Recruiterin auf mich zugekommen von Huawei, die mich eben ganz nett angeschrieben hat und dann hatten wir ein Telefonat und was ich ziemlich cool fand, das ist vielleicht nur eine kleine unwichtige Sache, aber erstmal, dass das in Englisch war, dass sie mich von Anfang an mit Nick und nicht irgendwie Mr. Uterhart oder so angesprochen hat, also das war, weiß ich nicht, hatte irgendwie eine sehr persönliche Atmosphäre und das Gespräch hat mir ziemlich gut gefallen. Ich habe dir dann so gesagt, was meine Vorstellungen sind und das ging dann auch direkt weiter. Also, da ich die Folgegespräche auch alle sehr interessant fand, beziehungsweise sehr informativ und dementsprechend dann auch Lust hatte, eben da mehr zu lernen, beziehungsweise noch mehr zu erfahren, hat sich das dann so ergeben, dass ich eben im Endeffekt zu Huawei gekommen bin. Zumal ich dachte, okay, Düsseldorf ist sicherlich auch eine schöne Stadt. Ich habe noch nie in der Region hier in Deutschland gelebt und von daher hat das ganz gut gepasst. Ein weiterer Grund, warum Huawei für mich auch als Unternehmen sehr interessant gewesen ist am Anfang, war, dass ich schon vorher wusste, dass das Umfeld hier bzw. das, ich sag mal, Alter der Mitarbeiter im Schnitt sehr jung ist, also dass hier sehr viele relativ junge Menschen arbeiten. Und das war natürlich dann für mich auch als Graduate, als junger Mensch, aus meiner Sicht sehr gut, in so einem Umfeld zu arbeiten, zumal ich mir auch gedacht habe, dass man sagt ja, man bildet in gewisser Weise das Mittel aus den Menschen, mit denen man sich umgibt. Und ich denke, das gilt ja auch für die Arbeitswelt. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich in einem Umfeld tätig bin, wo eben sehr viele Leute sind, die viel erreichen wollen, beziehungsweise die sehr viel dafür tun und auch sehr hart dafür arbeiten, um eben viel zu erreichen, dann färbt das natürlich auch automatisch auf mich ab und dementsprechend entwickle ich mich dann auch schneller und besser weiter, als wenn ich vielleicht in einem Umfeld tätig bin, was, ich sag mal, nicht so competitive ist, beziehungsweise was, wo eben nicht so viele Leute sich befinden, die viel erreichen wollen. Ein weiterer Grund, warum ich zu Huawei gekommen bin, ist der Fakt gewesen, dass man hier ein sehr internationales Umfeld hat. Allein wenn ich jetzt eben mal auf mein Team gucke, dann haben wir dort aus Pakistan, aus Portugal, aus Deutschland, wenn ich mich natürlich mit einschließe, und auch aus China. Und das, finde ich, zeigt schon, dass man also hier auch viele Kulturen mitbekommt, eben auch dadurch nochmal seinen Horizont erweitern kann und dadurch auch viele interessante Konversationen mit verschiedenen Kollegen und verschiedenen Menschen eben haben kann, die man vielleicht so in einem kleineren oder anderen Unternehmen nicht haben könnte. Jetzt habe ich ja in meinem letzten Video schon viel über den Bereich Site Design erzählt und hatte erzählt, dass ich dort eben auch derzeit als Site Design Engineer tätig bin. Und tatsächlich, wenn ich etwas mehr zu meinem Werdegang hier bzw. meinen Erfahrungen bei Huawei erzähle, ist es aber so, dass ich nicht von Anfang an im Site Design tätig war, sondern am Anfang erstmal für circa 6 Monate eher im PMO, also im Project Management Office, tätig gewesen bin. Das bedeutet also, dass ich von dort viele meiner Aufgaben bekommen habe und auch einen regen Kontakt mit vielen Projektmanagern und Kollegen aus dem PMO hatte. Und zwar hat ein Projektmanager dort den Vorschlag gemacht im PMO, dass es ja sehr gut wäre, wenn ich als junger Ingenieur die Möglichkeit bekommen würde, mir einmal das ganze Equipment draußen anzuschauen, vielleicht einmal auf so einen Turm drauf zu klettern, mal schauen, wie die ganze Technik eigentlich wirklich draußen aussieht, weil das natürlich auch extrem gut ist, wenn man sich, ich sag mal,
immer nur die Pläne anschaut oder Bilder oder Videos sieht und anhand dessen dann beurteilen soll, ob das, was gemacht wurde, richtig ist. Ja, das ist natürlich schwierig, und wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich das ganze Equipment mal live gesehen hat, wie das Ganze funktionieren soll, wie das Ganze auch tatsächlich verbaut werden soll, ist das natürlich eine große Hilfe für die weitergehende Arbeit. Ja, dann war es aber leider so, dass das Ganze erstmal abgelehnt wurde, weil ich nicht die entsprechenden Kurse und Zertifikate hatte, um überhaupt auf so einen Standort gehen zu dürfen und zum Beispiel auf so einen Turm klettern zu dürfen. Und ja, dann habe ich kurzerhand eben diese ganzen Kurse belegt. Also ich hatte einen Kletterkurs, ich hatte einen Kurs für den sicheren Umgang und das sichere Arbeiten mit Elektrizität, auch einige weitere Sicherheitsschulungen. Und dann war es im Endeffekt so, dass ich am letzten Tag des Kletterkurses durch meine E-Mails durchgeschaut habe. Und es ist so, dass wir für die verschiedenen Regionen in Deutschland eben immer Teams zusammenstellen von 2 bis 3 Leuten. Da ist eben immer eine Person von Huawei-Seite bzw. im Auftrag von Huawei dabei und eine Person, entweder der Kunde oder ein Consultant im Auftrag des Kunden, die dann eben zusammen diese Bauabnahmen durchführen und schauen, ob es dort Baumängel gibt, beziehungsweise dann eben Tickets erstellen, um diese Baumängel zu dokumentieren. Und ja, da habe ich halt gesehen, dass ich in einer Region als Chief Auditor, also sprich als derjenige, der Hauptverantwortliche, eingeteilt war, um die Bauabnahme von Huawei-Seite durchzuführen. Und zwar für eine ganze Woche, obwohl am Anfang eigentlich mal angedacht war, dass ich zunächst mal in Berlin mit einem Kollegen eine Woche mitfahren sollte und eigentlich nie im Raum stand anfangs, dass ich das Ganze alleine mache. So, und genau, dann habe ich erstmal Panik gekriegt und habe mit dem Projektmanager telefoniert, habe mit unserem Sicherheitsbeauftragten telefoniert und mit dem Kollegen aus Berlin. Und der hat mir dann aber im Endeffekt gesagt, dass das alles machbar ist, dass auch wahrscheinlich der Kollege auf der Consultant, also auf der beratenden Seite vom Kunden, auch noch relativ jung ist und dass das ziemlich interessant werden könnte, mit dem zusammen diese Abnahmen zu machen. Dann habe ich noch den Werkzeugkoffer bekommen, einen Helm und eben das entsprechende Equipment zum Klettern nochmal mitgekriegt. Und ja, dann bin ich tatsächlich insgesamt 3 Wochen unterwegs gewesen und habe Bauabnahmen gemacht, insgesamt alleine ca. 45. Und dann war ich eben innerhalb dieser 3 Wochen auch nochmal eine Woche mit dem Kollegen aus Berlin unterwegs. Der hat mir auch nochmal viel erklären können. Ja, und das war, denke ich, eine ziemlich lehrreiche Zeit, die mir auch extrem geholfen hat im weiteren Berufsweg bei Huawei. Ja, dann habe ich also im Endeffekt innerhalb dieser 3 Wochen selbstständig ca. 45 Audits, also Bauabnahmen, durchgeführt und war auch davon eine Woche nochmal mit dem Kollegen in Berlin unterwegs, der mir auch nochmal ziemlich viel erklären konnte. Das Ganze hat mich dann auch über Dresden, über Leipzig, über Berlin bis letztendlich hoch an die Ostsee geführt. Also ich habe auch ziemlich viel von Deutschland gesehen innerhalb dieser Zeit. Und ihr seht jetzt hier mal im Hintergrund ein gutes Beispiel für einen dieser Türme, auf die man dann quasi so raufklettert mit dem Gurt, um eben das Equipment zu vermessen und zu schauen, ob alles richtig installiert wurde. Und dabei habe ich dann auch gelernt, was die Baumwipfelgrenze ist, wenn man dann nämlich irgendwann auf einem über 60 Meter hohen Turm steht, der auch wackelt und versucht, oben mit Hilfe des Plans rauszufinden, ob alles richtig installiert wurde und die Antennen auf der richtigen Höhe hängen. Aber das war alles eine gute Erfahrung, das hat viel Spaß gemacht und war eben sehr lehrreich. So, also das war jetzt nur mal eine spezielle Erfahrung von vielen, die ich bei Huawei eben machen durfte und die ihr vielleicht auch schon bald hier machen könnt. Ich denke, dass es eine Menge interessanter Stories hier gibt, eine Menge Dinge, die man eben noch lernen kann, und ich hoffe, dass es bei mir genauso weitergeht.